Guten Tag und herzlich willkommen bei Dr. Haus Immobilien. Sie haben vor, Ihre Wohnung oder Ihr Haus zu verkaufen? Sind auch Sie betroffen? Sie kennen sich nicht aus und möchten unbedingt die größten Fehler im Verkauf vermeiden? Gut, Sie haben sich entschieden, dass Ihre Immobilie verkauft werden muss. Und damit müssen Sie wahrscheinlich einen ganz wesentlichen Anteil Ihres Besitzes veräußern. Sie gehen selbstverständlich davon aus, dass die Käufer den Wert Ihrer Immobilie erkennen und Ihnen in absehbarer Zeit einen angemessenen Preis für Ihr Eigentum bezahlen werden. Leider ist es nicht immer ganz so einfach. Sie können beim Immobilienverkauf einige fatale Fehler machen, die Sie als Verkäufer sehr viel Geld kosten können oder besser gesagt, durch die Ihnen Gewinne entgehen können. Durch die neueste Internetentwicklung bieten immer öfter Kunden ihre Immobilie selbst zum Verkauf an. Wie bei eBay mit dem Schlagwort 321 meins, soll die eigene Immobilie in ein paar Tagen schon verkauft werden. Aber ist der eigene Immobilienverkauf wirklich so einfach wie der Verkauf des alten Sofas oder Schlafzimmerschranks? Meistens leider nicht und er endet oft mit einer großen Enttäuschung, wenn nicht mit einem großen Wertverlust. Dank unserer über 22 Jahre langen Erfahrung in der Finanzierungs- und Immobilienvermittlung möchten wir Ihnen hier die 17 häufigsten und fatalsten Fehler beim Verkauf einer Immobilie auflisten. Fehler Nummer 1. Keine Ahnung, aber ich fange einfach an, meine Wohnung zu verkaufen und schaue, was passiert. Es wird schon nicht schief gehen. Sehr oft nehmen sich viele Eigentümer beim Verkauf ihrer Immobilie nicht mehr Zeit als beim Verkauf ihres Fahrrads oder sonstiger Gebrauchsgegenstände. Dies könnte sehr fatal werden, da es beim Immobilienverkauf um eine Entscheidung von viel größerer Dimension geht. Wirtschaftlich und oft auch persönlich. Kaufmännisch betrachtet hat eine Immobilie in der Regel den 10- bis 25-fachen Stellenwert eines Autos. Deswegen kann schon ein kleines Missgeschick beim Immobilienverkauf größere finanzielle Konsequenzen haben. Ein Beispiel aus der Praxis. Wenn Sie etwa ein Einfamilienhaus zu einem von Ihnen vermuteten Wert von 500.000 Euro veräußern möchten und verkaufen es zu 10% unter dem vermuteten Wert, anstatt im besseren Fall zu 10% über dem vermuteten Wert, sind es schnell fast 100.000 Euro Verlust oder besser gesagt entgangener Gewinn. Unser Tipp: Nehmen Sie sich etwas Zeit, um sich genau zu überlegen oder zu informieren, wie Sie Ihre Immobilie anbieten können. Fehler Nummer 2: Keine Planung. Viele Privatverkäufer stürzen sich in das Abenteuer Immobilienverkauf, ohne genau zu wissen, was sie erwartet. Dabei müssen sie viele Fragen für sich schon vorher klären. Unser Tipp: Bevor Sie mit der Vermarktung Ihrer Immobilie beginnen oder einen Makler damit beauftragen, definieren Sie wenigstens Ihre Verkaufsziele. Eines sollte jedermann klar sein: Die eigene Immobilie ist eigentlich Ihr größter Vermögensgegenstand. Jeder kleine Fehler kann sehr viel Geld kosten. Sie bekommen von uns auch eine Checkliste mit den wichtigsten Fragen. Fehler Nummer 3: Nicht den richtigen Verkaufszeitpunkt zu finden. Besser ist es immer zu handeln, wenn Ihre persönlichen und wirtschaftlichen Gründe für den Verkauf sprechen. Gerade Ihre persönliche Situation sollte für den richtigen Verkaufszeitpunkt ausschlaggebend sein. Es macht einfach keinen Sinn, sich an einer Immobilie festzuhalten, die nicht mehr auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse zugeschnitten ist. Unser Tipp: Versuchen Sie vorzugsweise, eine geerbte Immobilie in der Regel dann zu verkaufen, wenn Sie nicht persönlich einziehen möchten. Auch ist es empfehlenswert, das eigene Haus zu verkaufen, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Außerdem sollten Sie einen Verkauf der eigenen Immobilie in Betracht ziehen, wenn die Entfernung zum Arbeitgeber zu groß wird. Wirtschaftlich kann sich ein Verkauf anbieten, wenn Sie einen Wertgewinn steuerfrei realisieren möchten. Bei vermieteten Objekten ist dies frühestens nach 10 Jahren der Fall. Auch kann ein Verkauf sinnvoll sein, wenn Sie mit dem Verkaufserlös eine bessere Investition tätigen können. Fehler Nummer 4: Keine Prioritäten setzen. Bei den Verhandlungen und allgemeinem Verkauf werden Sie auch mit Zielkonflikten konfrontiert. Sie möchten zum Beispiel den maximalen Verkaufspreis erzielen, allerdings gleichzeitig die Immobilie an einen würdigen Nachfolger übergeben. Würden Sie auch an den Höchstbietenden veräußern, wenn der Ihnen unsympathisch ist oder er Ihre Immobilie womöglich sogar abreißen will? So oder ähnlich könnte Ihr Konflikt aussehen. Unser Tipp: Definieren Sie daher im Vorfeld möglichst klar, wo Ihre Prioritäten liegen. Wenn Sie Ihre Ziele nicht schon vorher klären, können manche Zielkonflikte häufig zum ungünstigsten Zeitpunkt hochkommen, sogar während der letzten Verhandlungen, wenn Sie schnell entscheiden müssen. Fehler Nummer 5: My home is my castle.
Sie sind auf die Psyche bezogen und instinktiv zu sehr beteiligt, was für jeden wirklich nachvollziehbar ist. Eventuell haben Sie Ihr Haus schon lange Zeit selbst bewohnt, haben hier vielleicht Ihre Kinder großgezogen oder es handelt sich einfach um Ihr Elternhaus. In jedem Fall hängen wahrscheinlich viele Erinnerungen und Erlebnisse an der Immobilie. Ihren potenziellen Käufer allerdings interessiert diese Vorgeschichte mit der Immobilie leider nicht wirklich. Ob Sie es glauben oder nicht, aber er sucht für sich und seine Familie nur den Platz, um vielleicht den Rest seines Lebens in dem Haus zu verbringen. Unser Tipp? Versuchen Sie als Verkäufer besser, Ihre Immobilie ganz objektiv als Produkt zu betrachten, welches nun bestmöglich vermarktet werden sollte. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Käufer Ihre Gefühle für Ihre Immobilie teilen wird. Versuchen Sie, emotional Abstand zu gewinnen, denn schließlich möchten Sie die Immobilie nicht an denjenigen verschenken, der vielleicht genau Ihren Geschmack oder genau Ihre Lebensumstände teilt, sondern Sie wollen den Käufer finden, der Ihnen den besten Preis für Ihr Objekt bezahlen wird. Dazu sollten rationale Entscheidungen getroffen werden, wie Sie Ihre Immobilie bestmöglich in Szene setzen. Fehler Nummer 6. Ich kenne den Wert meiner Immobilie. Selbstverständlich wissen Sie, wie viel Sie einmal für Ihr Haus oder Ihre Wohnung bezahlt haben und wie viel Sie seither noch an Geld hineingesteckt haben. In der Regel ist das bei vielen Verkäufern das Fundament für die eigene Preisvorstellung. Was ich bezahlt habe, möchte ich auch wieder raushaben. Ja, diese Einstellung ist nicht immer verkehrt. Allerdings muss diese Preisvorstellung nichts, aber auch gar nichts mit dem tatsächlichen Preis zu tun haben. Manchmal kann der erzielbare Verkaufspreis darüber oder sogar darunter liegen. Er wird nur durch das Angebot und die Nachfrage im Moment der Immobilienvermarktung bestimmt. Den erzielbaren Verkaufspreis vorherzusagen ist für den Laien oder sogar auch für manche Profis gar nicht so einfach. Daher ist sehr viel Erfahrung erforderlich und sehr viel Wissen über die Gegebenheiten und Besonderheiten, die den Wert einer Immobilie beeinflussen können. Bei der Objektbewertung gilt daher die alte Weisheit: Im Zweifel sollte man jemanden fragen, der sich damit auskennt. Unser Tipp? Wir benutzen intern ein professionelles Objektanalyse- und Bewertungsprogramm, damit wir Ihnen den genauen Wert Ihres Anwesens ermitteln können. Denn ein korrekt angesetzter Vermarktungspreis ist das A und O des erfolgreichen Verkaufs. Daher zögern Sie nicht, uns gleich zu kontaktieren. Wir helfen Ihnen sehr gern. Fehler Nummer 7. Die falsche Preisstrategie. Selbstverständlich möchte jeder Verkäufer den höchstmöglichen Preis für seine Immobilie erzielen. Und natürlich macht es absolut keinen Sinn, seinen wertvollen Besitz unter Wert abzugeben. Aber was ist der richtige Preis? Oder noch besser gesagt, welche Preisstrategie möchten Sie einsetzen? Gerade in der heutigen Zeit, in der es am Immobilienmarkt, zumindest in vielen Regionen, eine gute Nachfrage gibt, verfallen viele Verkäufer in den Fehler, es mal mit einem zu hoch angesetzten Verkaufspreis zu versuchen. Nach dem Motto, runtergehen kann ich ja immer noch. Eine empirische Untersuchung eines großen deutschen Kreditinstitutes hat den Zusammenhang von Marktwert, Angebotspreis und tatsächlich erzieltem Verkaufspreis untersucht. Diese Studie belegt, dass mit steigender Diskrepanz zwischen richtigem Marktwert und Angebotspreis der tatsächlich erzielte Verkaufspreis umso niedriger ausfallen wird. Unterschätzen Sie als Verkäufer also nicht die heutige Transparenz am Immobilienmarkt. Potenzielle Käufer sind ausgesprochen gut informiert und ein Versuchen kann man es ja mal wird definitiv registriert werden und zu Lasten Ihres erzielten Preises gehen. Unser Tipp? Wir haben auf unserer Seite für Sie ein Video gerade über die Preisstrategien parat gestellt, die wir dort viel eingehender beschreiben. Schauen Sie es sich ruhig an. Sie werden stark überrascht sein. Und wer weiß, vielleicht werden Sie sogar vor dem fatalsten Fehler von allen und vor größtem Verlust bewahrt. Fehler Nummer 8. Eine Anzeige aufgeben kann ich selbst. Viele Privatverkäufer setzen die Immobilie einfach mal in die Zeitung oder ins Internet und schauen, was passiert. Es ist aber so, wenn Sie den Preis viel zu hoch ansetzen, erzeugt das nur eine geringere Nachfrage. Dadurch wird Ihre Immobilie mit der Zeit zum Ladenhüter. Wer den Preis dagegen viel zu niedrig ansetzt, verschenkt wahrscheinlich unnötig Geld. Es kann auch ein weiteres Problem geben. Privatverkäufer wollen in der Vermarktung häufig Geld sparen und wählen nur einen Vermarktungsweg oder eine Vermarktungsplattform. Sieht ein potenzieller Kaufinteressent das Angebot nicht, verliert der Eigentümer unter Umständen Geld. Vielleicht hätte gerade dieser Interessent den besten Preis bezahlt. Unser Tipp? Versuchen Sie, möglichst alle vorhandenen Vermarktungswege gleichzeitig zu nutzen.
Wir von Dr. Haus Immobilien verwenden seit vielen Jahren erfolgreich unsere Flyer. Denn gerade im Umkreis von 5 Kilometern befindet sich in der Regel der beste potenzielle Käufer. Das machen wir für Sie übrigens kostenlos. Fehler Nummer 9. Fotos mit dem Handy schießen und eine Online-Anzeige aufgeben, das schafft doch jeder. Leider sehen viele Immobilienanzeigen in den Online-Portalen dementsprechend aus. Da erscheinen leider zu oft unprofessionelle Handyaufnahmen ohne jegliche Aussagekraft. Mit Eigenbild im Spiegel zum Beispiel oder noch schlimmer, mit Wäsche auf dem Esstisch oder nicht aufgeräumter Küche und so weiter. Es gibt wirklich alles. Das Exposé enthält meist nicht die wesentlichen Informationen. Zum Beispiel professionell aufbereitete Grundrisse, Angaben zum Energieausweis und so weiter. Und die Texte laden die Interessenten eher nicht zur Kontaktaufnahme ein. Unser Tipp? Nehmen Sie sich Zeit und erstellen Sie ein richtiges Verkaufskonzept. Es muss nicht gleich ein Profifotograf her, aber Sie sollten wenigstens etwas bedacht die Perspektive und das Motiv aussuchen. Besorgen Sie sich schon vorab alle benötigten Unterlagen, denn diese sind gerade sehr wichtig, wenn Ihr potenzieller Käufer für seine Finanzierung dringend Kopien braucht. Wir geben unseren Kunden immer eine Checkliste der wichtigsten Unterlagen. Wir erstellen immer wertvolle Exposés für unsere Interessenten, damit sie auch nach einer Besichtigung etwas in der Hand haben, weil sie sich gerade in den nächsten Tagen intensiver mit ihrer Entscheidung beschäftigen. Und wenn sie nichts in der Hand haben, verlieren sie einige ihrer wichtigen Details aus dem Gedächtnis und ihre potenziellen Käufer sind dann weg. Fehler Nummer 10. Nicht erreichbar, keine Antwort. Sind Sie als Verkäufer wirklich willens und in der Lage, die Kontaktanfragen telefonisch, per Mail und so weiter rasch und kompetent zu beantworten? Viele Immobilienverkäufer machen ihre Anzeigen und gehen nicht ans Telefon oder beantworten sogar ihre Anfragen per E-Mail nicht. Das verärgert nur die potenziellen Käufer und vermindert das Vertrauen in ihre Immobilie und somit den Wert. Denn wie Sie wissen, eine Immobilie ist eine Vertrauenssache. Möchten Sie wirklich jeden Interessenten durch Ihre Immobilie führen, ohne die Gewissheit zu haben, es handelt sich um einen seriösen Nachfrager? Um jemanden, der sowohl über das nötige Kapital verfügt, als auch wirklich an einem Immobilienkauf interessiert ist? Unser Tipp? Arbeiten Sie sich einen Plan aus, wann Sie sich in Ihren Anzeigen als erreichbar anbieten. Beantworten Sie Ihre Anfragen und fragen Sie Ihre Interessenten, ob Sie schon bei der Bank waren und Ihre Finanzierung gecheckt haben. Wir von Dr. Haus Immobilien sind immer erreichbar für unsere Kunden und werden sehr viel mehr für einen Immobilienverkauf leisten, als nur mal eben einen kurzen Rundgang mit den Kunden durch das Haus zu veranstalten. Wir prüfen oft die Interessenten auf ihre Bonität und häufig haben wir gerade durch unsere Finanzierungsberatung schon einige Kunden an das eine oder andere Objekt vermittelt. Fehler Nummer 11. Die Immobilie zu zeigen kann doch nicht so schwer sein. Und wer könnte das nicht besser als der Eigentümer selbst? Allerdings ist man manchmal nicht kompetent genug. Zudem werden Interessenten oft Fragen stellen, die nicht einfach zu beantworten sind. Und viele werden Unterlagen einfordern, von denen man als Verkäufer vielleicht nicht einmal wusste, dass diese zur Verfügung gestellt werden sollten. Kaufinteressenten haben häufig einen ganz anderen Blickwinkel auf die Immobilie als Eigentümer. Interessenten fragen sich zum Beispiel, mit welchen Kosten eine Änderung des Grundrisses möglich wäre, was eine Wärmeisolierung kosten würde und so weiter. Nicht selten kommen Kaufinteressenten mit langen Fragenkatalogen. Eigentümer sind darauf nicht immer vorbereitet und berichten vor allem über Punkte, die sie selbst wichtig finden. Und manchmal verschweigen sie Dinge, die sie lieber erwähnt hätten, zum Beispiel versteckte Mängel, die zu Schadenersatz führen können. Unser Tipp? Bereiten Sie sich auf alle möglichen Fragen vor. Am besten überlegen Sie sich neutral selbst, was Sie fragen würden, wenn Sie das Haus gesehen oder noch nicht gesehen hätten. Machen Sie sich Notizen. Noch ein weiterer wichtiger Punkt? Es ist gesetzlich so geregelt, dass Sie als Verkäufer oder Vermieter jedem Interessenten einen Energieausweis vorlegen müssen. Tun Sie das nicht, könnte das rechtliche Konsequenzen haben. So ein Energieausweis könnte schnell bis zu 500 Euro kosten. Wir bieten unseren Kunden diesen Service kostenlos. Fehler Nummer 12. Ich verkaufe so, wie es ist. Der Käufer muss doch alles selbst herrichten. Viele Immobilienbesitzer gehen fälschlich davon aus, dass die Käufer wahrscheinlich sowieso Veränderungen am Haus oder der Wohnung vornehmen werden und jede Investition in die Immobilie zum Zeitpunkt des Verkaufs überflüssig ist. Das müssen Sie sich nur ohne Möbel und mit einer anderen Tapete vorstellen, funktioniert aber leider nicht. Potenzielle Käufer verfügen in der Regel nicht über das nötige Vorstellungsvermögen,
um das Potenzial einer Immobilie, die sich nicht optimal präsentiert, zu erkennen. Und daher werden diese Interessenten dann auch nicht zu Käufern. So verschenken sie ihr bares Geld. Schnäppchenjäger, die eine Immobilie günstig kaufen wollen und sie dann später nach ihren Vorstellungen herrichten, die werden anklopfen und harte Preisverhandlungen führen, wenn ein Objekt zu viele Schwachstellen hat. Das können veraltete Bodenbelege sein oder zu viele Reparaturen, die bald anstehen werden. Unser Tipp: Sie verkaufen Ihre Immobilie zum besten Preis, wenn Sie den Käufern vermitteln, hier ist alles gepflegt. Man kann ohne großen Aufwand und mit überschaubaren Investitionen hier einziehen. Wir können Ihnen helfen, den besten Preis für Ihre Immobilie zu erzielen, wenn wir unsere lang bewährte Verkaufsstrategie zur Anwendung bringen, das positive Erscheinungsbild Ihrer Immobilie noch mit einer zielgruppengerechten Einrichtung auszustatten, die genau auf die Bedürfnisse und Vorlieben Ihrer potenziellen Käufer abgestimmt ist. Dadurch erreichen wir die emotionale Identifikation der Käufer und dieses Must-Have oder auf Deutsch Das-muss-ich-haben-Gefühl. Fehler Nummer 13: Haustiere. Nichts gegen Haustiere, aber beim Verkauf von Immobilien haben Sie nichts zu suchen. Sie können es sich als Immobilienverkäufer nicht leisten, auf diesen großen Prozentsatz an Interessenten zu verzichten, die ein Haus oder eine Wohnung nicht kaufen würden, weil sie sich bei der Besichtigung unwohl gefühlt haben, weil ein Tier im Haus wohnt. Geschmäcker sind verschieden, aber bei den Tieren hört der Spaß komplett auf. Unser Tipp: Wir bitten unsere Kunden dringend, Tiere für den Zeitraum der Besichtigung auszuquartieren und alle Spuren und Gerüche der Mitbewohner zu beseitigen, wenn sie mehr Geld für ihre Immobilien erwirtschaften möchten. Fehler Nummer 14: Wieso soll ich verhandeln? Ich habe doch meinen Preis schon gesagt. Wir sind hier nicht auf dem Bazar. Es wird aber mittlerweile überall verhandelt, selbst in einem Elektronikgeschäft. Nicht allen Eigentümern ist klar, Kaufinteressenten wollen immer einen Verhandlungserfolg haben. Unser Tipp: Wenn Sie schon mit einer Preisaufschlagsstrategie anfangen, müssen Sie sich genau überlegen, bei welchen Interessenten Sie an welcher Stelle um wie viel nachgeben können und möchten. Verhandlungen erfolgreich zu führen hat etwas mit Erfahrung zu tun. Wir von Dr. Haus Immobilien können bei Verkaufsverhandlungen sehr hilfreich sein. Wir können zwischen Ihren Interessen und den Käuferinteressen eine Balance finden und eine Mittlerrolle einnehmen, die ein Eigentümer selbst nicht ausfüllen kann. Außerdem empfehlenswert wäre immer, eine andere Preisstrategie einzuführen, mit der wir die Verhandlungen eher nach oben führen, sodass Sie meist einen höheren Verkaufspreis erzielen werden als umgekehrt. Zu dieser Strategie möchten wir Ihnen in einem persönlichen Beratungsgespräch mehr erzählen, um Sie davon zu überzeugen. Fehler Nummer 15: Freie Immobilien sind meistens mehr wert als vermietete Immobilien. Vielleicht denken Sie, dass eine vermietete Immobilie genauso viel wert sein müsste wie eine freie Immobilie, weil die Substanz dieselbe ist. In der Regel bekommen Sie aber mehr Geld für Ihre Immobilie, wenn Sie diese frei liefern können. Manchmal sogar bis zu 30%. Dies ist vor allem aus zwei Gründen der Fall. Der Käufer einer freien Immobilie hat die Wahlfreiheit. Er kann selbst einziehen oder vermieten. Allein für diese Wahlfreiheit gibt es einen Preisaufschlag. Der Preis für vermietete Immobilien wird vor allem durch die Höhe der Miete bestimmt. Da die erzielbaren Mieten durch den Mietspiegel und durch die Mietpreisbremse nach oben begrenzt sind, werden vermietete Immobilien mit Preisabschlägen zu freien Immobilien gehandelt. Unser Tipp: Wenn Sie eine vermietete Immobilie veräußern möchten, wenden Sie sich an Kapitalanleger. Bei einer freien Immobilie wenden Sie sich fast immer an Selbstnutzer. Sie haben es folglich mit zwei unterschiedlichen Zielgruppen und zwei unterschiedlichen Märkten zu tun. Kapitalanleger möchten ihre Renditen maximieren und achten vor allem auf die Mieteinnahmen pro Jahr. Diese sollten mindestens die jährlichen Kosten, zum Beispiel Kreditkosten, Verwaltungs- und Instandhaltungskosten, decken bzw. übertreffen. Selbstnutzer möchten vor allem ihre persönliche Wohnsituation verbessern und achten daher auf die Größe der Wohnung, den Grundriss, die Architektur und so weiter. Selbstnutzer sind häufig bereit, einen sehr guten Preis zu bezahlen, wenn die Immobilie ihren eigenen Wohnvorstellungen entspricht. Machen Sie sich bewusst, dass es für eine schlecht vermietete Immobilie hohe Preisabschläge gibt, weil ein Käufer aus den Mieten nicht nur die laufenden Kosten erwirtschaften muss, sondern auch noch eine Rendite erzielen möchte. Fehler Nummer 16: Für den Kaufvertrag ist doch der Notar verantwortlich. In der Tat ist es die Aufgabe eines Notars, einen Kaufvertragsentwurf zu machen und den Eigentumsübergang sicherzustellen. Allerdings soll der Kaufvertrag die zwischen Verkäufer und Käufer getroffenen Vereinbarungen widerspiegeln. Da der Notar nicht bei den Verhandlungen dabei war,
müssen die mündlichen Vereinbarungen noch in eine juristische Form gebracht werden. Unser Tipp? Sie als Eigentümer sollten wissen, welche Punkte Sie im Kaufvertrag berücksichtigt haben möchten. Soll zum Beispiel der Kaufpreis angezahlt werden? Sollen Mängel im Kaufvertrag erwähnt werden und wenn ja, welche? Wann soll der wirtschaftliche Übergang erfolgen und so weiter? Besprechen Sie am besten mit einem Notar vorher, auf welche Punkte geachtet werden soll. Wir kümmern uns immer um viele wichtige Kleinigkeiten, die juristisch sehr weitreichende Folgen haben können. Deswegen möchten wir Ihnen empfehlen, uns zu kontaktieren. Wir kümmern uns um Ihre Immobilie wie um unsere eigene. Sie ersparen sich wirklich viel Arbeit, unnötigen Ärger oder sogar Gewinnverlust. Fehler Nummer 17. Einen Makler brauche ich zum Verkaufen wirklich nicht. Tatsächlich haben viele Menschen ihre Immobilie schon ohne Makler verkauft. Aber die entscheidende Frage sollte nicht lauten, ob man eine Immobilie selbst verkaufen kann, sondern wie man sie zum besten Preis verkaufen kann, ohne dabei selbst zu viel Zeit, Mühe und Geld zu investieren. Unser Tipp? Die Erfahrung zeigt, dass ein professioneller und engagierter Makler wie wir von Dr. Haus Immobilien eine große Hilfe sein kann und sein Geld wirklich wert ist. Wir nehmen eine professionelle Wertermittlung vor, erstellen ein aussagekräftiges Exposé, bewerben die Immobilie, organisieren Besichtigungen, sind telefonisch gut erreichbar, führen die Verkaufsverhandlungen durch, bereiten den Kaufvertrag vor, helfen bei Problemen, tragen die Vermarktungskosten und erhalten nur im Erfolgsfall ein Honorar. Also, wir haben Ihnen einige wertvolle Informationen preisgegeben. Und waren Sie betroffen? Diese 17 häufigsten Fehler sollten Sie bei Ihrem Immobilienverkauf also tunlichst vermeiden, um wirklich sicherzustellen, dass Sie den bestmöglichen Preis für Ihre Immobilie erhalten und somit kein unnötiges Geld verschenken. Am besten schauen Sie unser nächstes Video an. Warum ist es so wichtig, jedes Objekt professionell zu vermarkten? So, jetzt sind Sie an der Reihe zu handeln. Melden Sie sich doch gleich bei uns, telefonisch oder über das Kontaktformular auf der Webseite. Also, wir freuen uns auf Sie. Rufen Sie gleich an. Bis gleich.